Boah, kennt ihr das? Wenn ihr euch so einen Kaffee beim Bäcker holt und den dann beim Fahren so völlig optimistisch trinkt und euch erstmal voll den Mund verbrennt. Genau, das habe ich gerade. Ja, und jetzt bin ich auch wach und begrüße euch ganz herzlich. Ich bin mal wieder unterwegs auf dem Weg Richtung Frankfurt am Main. Denn da findet heute die nächste Trade Show statt, nämlich die von Nash Tackle. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin nicht nur sehr gespannt auf die neuen Produkte von Nash, sondern auch, wie das Ganze dann wirklich in real aussieht. Und ich freue mich sehr, diese Trade Show gemeinsam mit David zu besuchen, unserem Chefredakteur. Und ich freue mich auf die ganzen Jungs dort. Ich weiß, dass Marc Vosen da ist und natürlich aufs Angeln. Denn ich gehe danach mit David angeln für 2 Nächte. David hat einen Haufen Unboxing-Produkte im Kofferraum dabei, die wir morgen abdrehen werden. Wir machen jetzt 2 Nächte, werden heute, denke ich mal, erst im Dunkeln am Wasser ankommen. Dann morgen den ganzen Tag drehen und übermorgen Vormittag noch die Zeit nutzen, bevor ich dann zurück muss. Denn ich habe hier in Berlin in der Heimat dann einen Termin. Ja, genug gequatscht. Ich würde sagen, ich sehe zu, dass ich jetzt mal hier aus dem Stau rauskomme und nach Frankfurt komme. Und dann können wir hoffentlich gleich zusammen David begrüßen. Also, bis gleich. Mann, da hat Nash wieder keine Kosten und Mühen gescheut, oder? Das komplette Gebäude sitzt an Mitarbeitern. Wahnsinn. Gucken wir mal rein. Da ist er. Ach, die Herrscher. Grüß dich. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut, auch gut. Hey, mein Lieber, ich gebe mal Elbow-Check. Alles gut? Ja, doch, könnte schlimmer sein. Wetter passt. Hammer, Hammer. Darum sind wir auch drin. Eben. So schön. Ich habe schon gesagt, das ist ja Klischee Frankfurt mit dem Anzugträgern so im Bürotrakt. Da haben wir jetzt mal so ein High-Class-Glas-Gebäude. Ne? Vollgas, ja. Wir stehen noch neben Tesla und Porsche. Also haben auf jeden Fall einen richtigen Parkplatz gefunden. Standesgemäß. Ja, das ist das Ding. Geil. Schon eine relativ spektakuläre Anlage hier. Richtig cool. Letztes Jahr habe ich mich auch nicht so ganz würdig gefühlt, hier zu sein, ehrlich gesagt. Also Angelklitsche mit Dreck an den Schuhen. Ja. Aber also haben wir uns tatsächlich wieder reingelassen und dementsprechend alles richtig gemacht. Geil, Marco, guck mal. Kommt mir schon ein paar Neuheiten direkt hier entgegen. Also wir haben auf jeden Fall hier die gefütterten Pullis, habt ihr gesehen. Ja, mit dem schönen Vlies. Wir haben richtig dicke Jacken für den Spätherbst. Für den Spätherbst und Winter im richtig schicken Camo. So ein bisschen gesteppt hier. Ne? Und wir haben natürlich das Ding auch noch mal ein bisschen leichter. Sieht eher aus wie so ein Softshell Windbreaker mäßig irgendwie. Leicht gefüttert nur. War auch sehr cool. Ich finde, es ist auch was hier aus der Range, was man auch regelmäßig irgendwie im Alltag tragen könnte. Also ich könnte mir sowas auf jeden Fall vorstellen. Ist natürlich noch besser, wenn man die Angelsachen gleich direkt im normalen Alltag tragen kann. Sehr schick. Und jetzt im Spätsommer natürlich besonders interessant sind die Klamotten, die einen auch relativ trocken halten. Jetzt haben wir hier die Extreme Waterproof Jacket. Hiermit auch mit versiegelten Reißverschlüssen. Das Material fühlt sich auch relativ weich und wertig an. Also sollte man auf jeden Fall den einen oder anderen Regenschauer mit überstehen können. Sehr schön. Natürlich auch noch dazu die passende Hose, falls man die braucht. Was haben wir hier? Oh, das sind richtige Schiffe für den Winter. Das ist mal ein Parker, oder? Hammer, guck mal hier, mit Teddyfutter. Richtig schön weich. Geil. Da kann man sich schön im Winter am Wasser gemütlich machen. Das ist jetzt XL, ich glaube, der ist mir sogar zu groß. Ich probiere mal L. Geil, oder? Steht ihr mir? Ist auf jeden Fall jetzt schon richtig warm. Und dieses Teddyfutter ist auch richtig cool. Das fühlt sich echt, echt angenehm an. Schön warm. Sehr geil. Sehr angenehm. Weiter geht's. Hier ist noch so ein bisschen das Nash D
die Nash-Sommer-Kollektion, würde ich sagen. Wir haben natürlich hier ein paar Longsleeves, ein paar schlichtere T-Shirts mit einem relativ unauffälligen Print, würde ich sagen. Also das ist schon mit das Auffälligste. Wir haben jetzt hier so kleine auf der Seite, auf der Brusthöhe. Auch das T-Shirt-Material fühlt sich sehr weich und hochwertig an, auch sehr leicht. Sehr cool. Coole Rolle. Das ist der Nachfolger von der kleinen, dezenten Scope-Rolle in der Big Pit-Version oder auch zum Werfen. Ziemlich geil, finde ich, so eine Rolle, die so ein bisschen Allround-mäßiger ist. Die Scope-Rolle war eher so zum mobilen Angeln, vielleicht auch eher an kleineren Gewässern. Und das ist ja hier eine Größe, mit der man auch schon richtig geil, ja, Long-Range angeln kann, in Frankreich zum Beispiel. Oder einfach, wenn man Wurfgewässer hat, mit möglichst wenig Reibung und einem großen Spulendurchmesser, ist das auf jeden Fall schon ein cooles Segment, in das Nash hier vorgestoßen ist. Richtig geil. Tun wir sie wieder zurück. Ist nämlich die erste, hat uns Marc eben verraten, frisch aus der Fabrik, hier auf dem Tisch und hoffentlich bald bei den Händlern. Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight von der Nash Trade Show. Und zwar sind das die brandneuen Bissanzeiger. Ich will nicht schon zu viel verraten, aber die Teile wird uns Marc gleich nochmal im Detail vorstellen. Richtig cool, was da auf euch zukommt. So, wo seid ihr? Weiter geht's. Wir gehen jetzt zum Baitregal. Die Klassiker kennt ihr wahrscheinlich. Citrus, Gopex, Squid, alles beim Alten. Was es aber wieder gibt von Nash, das sind die Ready-to-Use-Partikel. Und hier hat mir Marc gesagt, dass es ein paar wirklich coole Neuerungen gibt. Das ist jetzt hier Sweet Tiger Nut, natürlich ein absoluter Klassiker. Wir haben auch Hanfsee hier, wir haben Scopex Squid Hanf, wir haben Ölhanf, wir haben normalen Samenmix. Aber was richtig geil ist, hier oben haben wir auch so kleinere Verpackungen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Salted Squid, das ist so ein eingelegter Oktopus. Das ist schon mal was ziemlich Geiles, finde ich. Das wird auf jeden Fall unter Wasser richtig abgehen, kann ich mir vorstellen. Eine sehr krasse Wolke bilden. Wir haben Warm Cell, hier sind irgendwie Wurmstückchen drin. Guckt euch das mal an. Richtig verrückt. Ich weiß gar nicht, ob man da mal einen sehen kann. Ist relativ gut gemixt. Auch richtig geil. Wir haben Muscle Blend, guckt euch das mal an. Ihr seht richtig die Muschelteilchen drin hier. Das wird auf jeden Fall auch richtig abgehen. Hier haben wir noch Shrimp und Gamarus. Also ein paar kleine Bachflohkrebse, würde ich sagen. Auch richtig krass. Ich würde sagen, da riechen wir mal dran. Marco, was sagst du, an welchen sollen wir riechen? Shrimp, ja gut. Auf deine Verantwortung. Na, guck mal, das sieht doch schon mal richtig geil aus hier, ne? Hammer. Boah, okay, das riecht richtig krass nach Meeresfrüchte. Also das ist auf jeden Fall was wirklich Cooles. Wir haben natürlich hier auch noch die Partikel in so kleineren Gefäßen. Das ist jetzt gerade was im Winter zum Beispiel, wenn man einfach nur ein paar PVA-Bags befüllen will. Sommer, Spätherbst, Sommer oder Herbst, da haben wir natürlich dann hier die größeren Einheiten, wo man natürlich auch mal irgendwie richtig geil auf dem Futterplatz was abkippen kann oder beim Angeln. Da erzeugt man auf jeden Fall instant richtig viel Attraktivität. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man gerade irgendwie wenig Zeit hat, nicht dazu kommt, die Partikel zu kochen, nimmt man sich einfach so eine Dose mit und zack, kann man am Wasser loslegen. So, weiter geht's. Wir haben natürlich noch ein paar coole Sachen von der Dwarf Range. Die wurde ein bisschen erweitert. Ich würde sagen, da werfen wir mal einen kurzen Blick drauf. Da gibt es nämlich ein paar coole neue Taschen, die wirklich nicht schlecht aussehen. Jetzt mal einen Rucksack hier. Finde ich schon ziemlich cool. Ist auch so in dieser Stalking-Kategorie, relativ leicht. Passt auf jeden Fall in der Tacklebox rein. Was man braucht, Zubehör. Alles, was man als Verpflegung dabei haben muss, ziemlich cool. Und was auch neu ist, die Box Logic-Liebhaber von Nash werden es wahrscheinlich noch kennen. Das ist eine Tasche, die man praktisch als Rucksack tragen kann, auch mit Polsterung. Und dann legt man die einfach auf den Boden. Wenn es nass ist, kann man hier diese Plane noch runterziehen, schätze ich mal. Legt man sie so hin und faltet es auf.
und hat jetzt hier drei große Fächer. Wir haben das mittlere Hauptfach, wo viel reinpasst, Tacklebox, Baits etc. und zwei kleine Außentaschen und zum Transport einfach wieder zusammenklappen. Ja, kann man das mitnehmen. Geil, da wird auf jeden Fall vieles reinpassen. Sehr cool. Ich sag's euch ganz ehrlich, die Dinger wurden in der Vergangenheit schon immer wieder ein bisschen belächelt. Ich glaube aber, dass die in bestimmten Situationen an kleinen Weihern, wenn man von einem Seerosenfeld angelt oder Hook and Hold von einem Gebüsch oder von einem Baum im Wasser, der nicht zu weit entfernt ist, dass es auf jeden Fall seinen Zweck hat. Und das Ding hier, also das ist hier der alte Bushhawker, ja, in diesem Katamaran-Stil mit diesen beiden Auftriebskörpern hier auf der Seite. Und das ist der neue, der sieht richtig groß aus, aber der hat auch den einen oder anderen Clou verbaut, hat uns Marc nämlich schon eben erzählt. Und zwar, pass auf, wir haben hier oben so eine Spange. Hier kann ich meine Schnur einklipsen und ein Blei. Und wenn ich den umdrehe und am Ufer stehe, dann kann ich einfach ziehen und kann dann fühlen oder abtasten, ob der Boden hart ist oder weich. Kann dann also praktisch schon meinen Futterplatz oder meinen Angelplatz bestimmen. Wir haben vorne die Möglichkeit mit so einem Clip Dieper zu befestigen oder, was ich auch richtig cool finde, eine Lampe. Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert. Ah ja, guck mal. Etwas gedrückt halten. Das heißt, wenn ich dann in der Nacht von einem Seerosenfeld oder von einem Hindernis meine Route ablegen möchte, einfach hier dran klippen, vorne und zack, ist das Ding eingerastet und zeigt mir am Wasser, wo das Ding sich gerade befindet. Wirklich cool. Am Ufer muss man natürlich diesen Stab nicht in der Hand halten. Hier gibt es diese Aufsätze, die kann ich das Ding einfach drauflegen und dann nach hinten ziehen. Dann habe ich immer eine Hand frei, in der ich zum Beispiel gerade die Route halten möchte und kann mit der hier schön den Bushhawker hin und her schieben. Ja, jetzt kommen wir zur Stuhlfraktion. Es gibt den Moonshare jetzt in einer besonders kleinen Junior-Variante. Der ist doch mal süß. Und Marc hat mir verraten, wenn er mal mit wenig Tackle ans Wasser gehen möchte, dann ist das Ding auf jeden Fall auch eine Option. Ziemlich cool. Aber was noch viel interessanter ist, das sind diese neuen Stühle hier. Daddy Long Legs. Oh, da sitzt sich auf jeden Fall richtig gemütlich drin. Und was hier das Coole ist, wenn ihr die Lehne verstellen möchtet, dann müsst ihr nicht hier an irgendwelchen Rädern drehen, sondern ihr müsst hier einfach diesen Klickmechanismus betätigen. Zack, dann sitzt ihr gerade. Oder könnt euch hier in so eine Liegeposition bringen, wo ihr gerade Bock drauf habt. Finde ich richtig cool. Ist auf jeden Fall eine Erneuerung, die sich definitiv sehen lassen kann und die das Leben am Wasser deutlich erleichtert. Gibt es in drei verschiedenen Varianten. Der eine hat eine etwas höhere Lehne, der eine ist ein bisschen breiter. Ja, und wer gerne einen Trolley einsetzt und dabei lange Wege zurücklegen möchte, der kennt sicherlich die E-Trolleys aus dem Hause Nash schon. Und das sind die beiden Versionen, die es bereits schon gab. Das ist hier der Trax und das ist der Trax Metro Power. Wir haben hier nochmal den Trax Evo Power. Und das hier ist der neue, wird wahrscheinlich auch einen Namen haben. Das ist der Nash Tackle Power Barrow. Der ist ein Stück weit leichter, ein Stück weit günstiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass der für alle Kanalangler natürlich besonders interessant ist, die weite Strecken am Ufer lang laufen müssen oder auch Flussangler. Das ist definitiv was ich ziemlich cool finde. Der hat hinten jetzt hier diese Schlammfüße verbaut. Die gibt es aber auch, habe ich mir sagen lassen, mit diesen Rädchen hinten dran. Da hat man natürlich dann das Problem, dass man nicht so ganz agil ist, wenn man sich hin und her bewegen möchte. Ich würde sagen, in der Ausführung werden wahrscheinlich schon 90% aller Karpfenangler mit zurechtkommen. Richtig cooles neues Produkt hier, der neue E-Barrow. Und was Nash auch noch im Sortiment hat mittlerweile, sind Kopflampen. Und zwar gibt es drei verschiedene Varianten. Wir haben welche mit Akku, wir haben welche mit Batteriebetrieb. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genau an. So, das sind sie also. Drei Stück an der Zahl. Wir haben einmal die Moonshine Microlight. Das ist diese hier. Die hat einfach so ein dünnes Band hinten dran und einen relativ kleinen Korpus. Aber sieht schon relativ hell aus. Ich muss gerade mal gucken, wie ich die umgestellt bekomme. Noch leuchtet sie. Ah ja, guck mal, einfach nur oben drücken. Gibt es drei verschiedene Einstellungen. Einmal den hier, den etwas weniger hellen und rot. Ich würde sagen, gerade wenn man mobil am Wasser unterwegs ist und ein Fan davon ist, der eine etwas leichtere Kopflampe auf dem Kopf hat, ist das auf jeden Fall ziemlich cool. Ist auch die günstigste Version. Dann kommen wir zur mittleren.
Ich schätze mal, dass die auch schon deutlich mehr Lumen hat. Und das ist die gleiche Lampe, die auch beim Bushhawker vorne dran platziert werden kann. Und das ist die Moonshine Multilight. Und der Name kommt natürlich nicht von ungefähr, denn diese Lampe hier, die kann man echt in vielen verschiedenen Situationen einsetzen. Man kann die irgendwie ans Zelt machen, ich kann die als Kopflampe benutzen, ich kann die vorne an den Bushhawker machen, ich kann die mir ans Bankstick machen, damit ich mal weiß, wo die Route liegt, wenn ich zum Beispiel mit dem Boot unterwegs bin. Also das Teil hat auf jeden Fall wirklich viele, viele Einsatzmöglichkeiten und ja, wird dir ganz einfach mit diesem Druckknopf an- und ausgemacht. Ja, ein ziemlich cooles, aber praktisches Gimmick, was meiner Meinung nach im Portfolio von Nash noch gefehlt hat. Und was Nash nach wie vor richtig cool macht, meiner Meinung nach, das sind die Indulgence Sleep Systems. Ihr seht schon, Camo pur, richtig coole Optik. Und damit hat sich jetzt auch einiges getan. Und zwar auch ein bisschen im Preis. Und was genau, keine Ahnung, das muss uns Marc gleich nochmal in Ruhe vor der Kamera erzählen. Ja, Marc, unser Mann vom Fach. Wir haben ein ganzes Bataillon von liegen gestehen. Was hat es denn damit auf sich? Ich sehe schon, das ist Tarnmuster, das ist ein bisschen neuer. Das genau, Muster. Also im Prinzip, ihr kennt es noch, weil du warst derjenige, der das Liegenvideo machen musste. Das stimmt. Durfte, nicht musste. Wir haben die grüne Serie quasi überarbeitet, um eine gewisse Separation in dem Feld einfach auch zu machen. Und was wir da gemacht haben, ist eigentlich relativ einfach. Die kommen jetzt auch mit einem Tarnmuster daher. Ja. Es ist ähnlich, aber eben nicht gleich zu dem anderen. Es ist ein bisschen größer, blockiger vom Tarn her. Das macht es auch einfacher, sie zu unterscheiden. Aber im Prinzip siehst du hier unsere grünen Liegen von damals. Okay. Geändert hat sich Folgendes. Und zwar, sie kommen nicht mehr als 3 Season mit einer Lage drauf, die du vorher kennst, die wir hatten zum Absippen dahin, sondern jetzt nennen wir sie All Season. Die haben halt nur noch eine Lage, die ist etwas dicker als die 3, etwas dünner als die 2 kombinierten von früher. Natürlich gibt es immer noch die Option, unsere Shrouds, die Wintershrouds drüber zu machen. Damit macht man wieder ein vollwertiges Winterbett auch daraus. Verstehe. Aber so konnten wir den Preis senken. Sie sind jetzt günstiger als die grünen von vorher und damit kommen ohne Memory Foam. Und so hat man eben einmal die Premium-Klasse der MF60 Bedchairs und einmal eben die etwas günstigeren Sleep Systems mit einer Decke, einer normalen Schaummatratze eben drauf, immer noch sehr hohen Liegekomfort. Dadurch sind sie aber auch etwas leichter als die MF60 und so kann jeder Angler wirklich für sich selber bewerten, wie ist denn meine Angelei? Geht es um den maximalen Komfort oder ist Gewicht auch manchmal absolut relevant? Ja. Und im Idealfall guckt man sich einfach bei einem Händler beide mal an und macht dann eine Probe liegen. Ja, eine Entscheidung aus dem Bauch raus, was ist denn meins? Sehr cool, alles klar. Wenn du sagst preislich, was können wir uns jetzt darunter vorstellen, wie stark günstiger sind sie geworden oder was hat sich da getan? Es kommt natürlich ein bisschen auch von Größe zu Größe an, aber wenn ich nicht vollkommen falsch liege, haben wir jetzt zumindest immer zwischen den Modellen etwa einen Preisunterschied von etwas mehr als 100 bis 150, 180 Euro. Also da ist jetzt wirklich, ist eine sehr ähnliche Liege, aber doch so weit abgespeckt, dass sie, sage ich mal, wirklich zwei etwas unterschiedliche Käuferschichten vielleicht auch ansprechen können. Ja, wirklich, geil, Hammer. Aber wir haben natürlich noch ein absolutes Highlight im Gepäck. Dafür auf der anderen Seite von der Halle. Ja. Dafür sind wir hier und ich würde sagen, das gucken wir uns nochmal bezahlt. Absolut, komm mit. Da sind sie schon. Ja. Meine Babys. Deine Babys, jawohl. Ja, ich habe das Glück, möchte ich mal sagen, vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung gehabt, aber ich durfte mich in diesem Bissanzeiger-Segment tatsächlich als Deutscher austoben und was machen aus europäischer Sicht, möchte ich mal so darstellen. Ja. Und rausgekommen ist eben die nächste Generation des mittlerweile doch bekannten R3-Bissanzeigers, der auch ziemlich erfolgreich war, aber wie alles im Leben, es braucht immer ein Update. Und hier ist er jetzt, das ist der R4. Das ist der R4, geil. Schlüssiger Name, weil eben der R3 der Vorgänger ist. Ganz genau, ne? Wie bei Audi oder sonst irgendwo, die nächste Generation. Wir haben nicht nur eben neuen Bissanzeiger, sondern es kommt eigentlich als ganzes System mit Bobbins und auch mit Swingern daher. Stark. Und ich sehe schon, das Gehäuse ist ein
etwas größer geworden. Ist etwas größer. Aber auch natürlich vollgepackt mit ganz vielen Funktionen. Allerdings, das sind allerdings tatsächlich nicht die Funktionen, die es größer gemacht haben. Das stimmt wahrscheinlich. Es sind vielmehr die Batterien, sondern wir sind weggegangen von diesen Fotobatterien, diesen CR-Batterien, hin zu ganz klassischen 3xA-Batterien. Ich nenne sie mal die Fernbedienungsbatterien. Das war ein Anliegen von mir. Und schlicht und einfach dem geschuldet, dass sie eben in Deutschland deutlich üblicher oder in ganz Europa üblicher sind. Man kriegt sie auch nachts um 3 an irgendeiner Tankstelle, wenn Not ist. Das war mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig starke Neuerung. In meinen Augen eben konsumerfreundlicher. Ja. Und ja, von den Features gibt es so einige, nicht so knapp. Darum, ja, wo fange ich denn einfach mal an? Ein Wunsch von ganz vielen Kunden und auch einfach zeitgemäß der Technik geschuldet, Wechselfarben bei den LEDs. Ja. Ist eben jetzt mittlerweile möglich, hier die Wunschfarbe in jeweils 2 Helligkeiten einfach über Knopfdruck einzustellen. Das Tolle ist, dass der Bissanzeiger das direkt 1:1 eben an die Funke überträgt. Und was wir halt hier haben, ich muss mal gerade gucken, auf welcher Sensibilität wir hier sind, das ist jetzt die sensibelste Stufe, eben 2x weniger sensibel, 3x noch weniger. Und sobald wir jetzt in das Setting 4 kommen, sind wir halt da im wirklich interessanten Bereich. Was ich eben hier habe, 15 cm sind quasi tot. Das bedeutet, wenn ich eben diesen Wellenschlag habe, kann ich die Nacht über herrlich durchschlafen und werde nicht die ganze Zeit eben wach gemacht oder eben in Alarmbereitschaft gesetzt. Sobald aber jetzt entweder nach unten durch einen Fallbiss oder in die andere Richtung durch einen, nennen wir es normalen Biss, Full Run, 16 cm abgezogen werden, also 1 cm mehr als diese Toleranz, ertönt wieder ein ganz normaler Biss. In dem Fall jetzt hier nur auf der Funke, weil wir es hier eben gerade leise gemacht haben. Aber ich habe einen ganz normalen Biss. Was Besonderes an der Funke auch hier, die Funke wird über USB geladen. Wir haben es getestet, es hält angeschaltet bis zu 20 Wochen. Also man hat wirklich, für viele wird das ein Jahr angeln sein, wenn man ehrlich ist. Ja. Und auch zeitgemäß langsam, als wirklich aufladbar zu machen. Man hat hinten dran einen Magnetclip, wo man das Ganze festklippen kann. Man kann es aber auch ganz eben so hinstellen, als Standfuß eben benutzen, auf dem Babytable stellen und hat eine schöne Präsentation gleichzeitig. Natürlich weiterhin auch eben ganz klassisch aufhängen. Ein paar coole Features haben wir natürlich auch noch auf der Rückseite verbaut. Ne? Wo hat es denn damit? Absolut. Wir haben hier hinten, wie man direkt sieht, eine LED. Ja. Diese LED hat im Prinzip 2 Funktionen oder beziehungsweise lässt sie sich für zweierlei Dinge verwenden. Mhm. Das, was ich gerade angeschaltet habe, nenne ich immer Notfall. Gerade an einem Gewässer, wo du noch nicht oft warst, ich hatte es am Orellana zum Beispiel halt in Spanien das erste Mal, völlige Dunkelheit, du bist gestern noch in einer Bucht, du kennst einfach noch nichts. Ne? Ja, so, ja. Und dann bist du mitten auf dem See und du weißt nicht, in welcher von diesen 100 Buchten sitzen wir eigentlich. Ja, ja, klar, okay. So, und dann kannst du effektiv eben dieses Licht bedienen und siehst halt die Lichtorgel am Ufer. Hier sind sie jetzt nah beieinander, aber wenn wir jetzt von einem großen See reden, dann habe ich oft meine Routen teilweise 20 Meter verteilt und dann ist einfach die Hoffnung, dass du eine von diesen LEDs siehst. Ich habe es getestet, bei klarer Sicht konnte ich 750 Meter, nagel mich nicht auf 10 Meter fest, ich habe es dann auf Google Maps ausgemessen, 750 Meter konnte ich die LED noch sehen. Und so findet man hoffentlich wieder nach Hause. Mhm. Gleiches gilt natürlich auch, wenn man das Ganze jetzt auf eine Route reduziert. Das war immer mein Routenlegelicht, das heißt, ich fahre eine Route raus, habe meine Routen vielleicht eben auch mit Abstand positioniert und möchte natürlich ohne Schnurbogen zurück zu genau dem leeren Bankstick fahren, weil auch da, ich bin talentiert für sowas, bin ich schon nachts eben zu einem Bankstick gefahren, wo noch eine Route drauf lag und konnte die ganze Route nochmal legen, weil ich einen riesen Schnurbogen reingefahren hatte. So weiß ich immer ganz genau, wo muss ich hin. Natürlich gab es da in der Vergangenheit auch schon Lösungen für, wie eine Kopflampe dranhängen oder ein BB-Light davor stellen oder sonst was. Aber jetzt hat man eben die Möglichkeit, wenn man seine Funke dann mit ins Boot nimmt, eben kann man ganz genau sagen, ah, die grüne Route, weil auch das LED hier hinten spiegelt immer die Farbe des LEDs vorne wieder. Und so weiß man immer ganz genau, zu welcher Route fahre ich denn jetzt in einer möglichst geraden Linie, ohne Schnurbogen, ohne eine andere Route einzusammeln, wo ich auch Weltmeister drin bin. Natürlich, ich weiß ganz genau, viele Leute, die diese Bissanzeiger kaufen werden, werden es vielleicht niemals benutzen, weil sie nicht die Frankreichfahrer, die Großgewässerangler sind. Ja. Aber die Jungs, die es brauchen, die werden es, glaube ich, schon sehr zu schätzen müssen. Definitiv. Ja. Aber hier ist wirklich ein Bissanzeiger, der im Moment in meinen Augen das Nonplusultra an kombinierten Features in einer kompakten Variante und wirklich mit Features von Anglern für Angler. Stark, wirklich stark. Da habt ihr echt was Cooles auf die Beine gestellt.
ich würde mich freuen, wenn es die Leute eben genauso auffassen, weil da steckt viel Herzblut drin. Ich weiß, ich fische sie schon lange, ich fische sie seit über einem Jahr. Ja. Also da kann man auch mal sagen, das ist ein Produkt, was tatsächlich getestet ist. Mhm. Wir haben immer weiter daran gearbeitet, immer neue Features reingepackt, immer weiter optimiert und ich würde halt sagen... Jetzt ist es final. Also klar, ich könnte auch noch 5 Jahre daran arbeiten. Aber in 5 Jahren haben wir dann schon wieder was Neues. Wollte gerade sagen. Und, ja, so soll es ja auch sein letzten Endes. Hammer. Ey, cool. Wirklich coole Bissanzeiger. Ich bin gespannt, wie sie sich in der Praxis schlagen. Ich weiß, dass ein Set auf dem Weg zu euch ist nächste Woche. Oh, guck mal. Da sind wir mal gespannt. Kannst du dich dran austoben. Definitiv. Geil. Cooles Event, was ihr auf die Beine gestellt habt. Freut mich. Ihr habt wirklich coole Neuheiten am Start. Es hat sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Da steckt auch viel Liebe drin. Ja, aber auch in den Produkten. Du merkst immer wieder, gerade hier beim Bushhawker, ich war echt über Kleinigkeiten erstaunt, die da sich dran finden. Klar, wir haben über dieses Produkt ja zum Beispiel außerhalb der Kamera gesprochen. So ist es. Das sind Sachen, je spezifischer ein Produkt wird, desto weniger spricht es die Masse an. Ja. Aber genauso wie diese LED-Funktion hier hinten dran, die Angler, die es benutzen, die schätzen es auch. Sind sehr dankbar, dass es eine Firma gibt, die so weit aus der Box denkt und Sachen weiterträgt, weil das hat unser Hobby schon immer ausgemacht. Ja, Marc, vielen Dank. Ihr habt eine richtig coole Trade-Show hier auf die Beine gestellt. Danke. Mit vielen Neuheiten, wirklich einigen Raffinessen an den Produkten. Man merkt, dass ihr da euch stark eingebracht habt und dass auch einige Angler mitgearbeitet haben und nicht nur irgendwie auf dem Blatt Papier was konzipiert wurde. Vielen, vielen Dank für den tollen Tag, für die Exkursion hier. Und ich würde sagen, wir machen weiter. 2021, David, was sagst du? War wild, wir haben viel gesehen, viele coole neue Produkte und jetzt sind wir heiß, denn es geht ans Wasser. Jetzt geht's ans Wasser, aber nicht nur angeln, sondern auch arbeiten. Aber ich glaube, das kann bis morgen warten, denn die Sonne geht unter. Let's go! Morgen starten. Hammer. 2-3 Pieper gehabt, direkt an der Route gewesen. Fisch hat keinen Zentimeter Schnur bekommen. Und dann geht man auch als Sieger aus dem Drill. Wahnsinn, David, freut mich. Richtig schöner Fisch, ja. So kann man den Tag starten, ey. Geil. Schöner Bulle, ne? Schön massiv, ey. Der kommt. Da geht doch noch was. Da geht was. Jetzt trinken wir erstmal Kaffee. Ja, Mann.
Ja, so sieht das üblicherweise hier am Unboxing-Set aus. Da liegen die Produkte. Kamera. David. Ja. Und beste Zitronenlimonade. Die beste. Aus dem Hause Rewe. Ja, wir geben jetzt Gas. Wir haben hier, was haben wir denn alles? 1, 2, 3, 4 Kartons, aber wesentlich mehr Produkte, oder? Alles gerammelt voll, hoffe ich. Wie viele Produkte haben wir? Gute Frage. 6 oder 7? Keine Ahnung. 6 oder 7? Damit kriegt man einen Arbeitstag voll. Wir legen los und sehen uns später. Halbzeit für heute. Die Unboxings sind schon mal durch. Der David holt uns jetzt gerade eine kleine Stärkung, ist gerade losgefahren und ich bereite jetzt schon mal die Review-Runde vor, denn wir haben ja nicht nur Unboxings, sondern wir stellen euch auch Produkte im Detail vor, die wir selbst auch benutzt haben und schildern euch unsere Erfahrungen und Eindrücke. Und das bereite ich jetzt vor, denn wir haben heute 3 Routen, wo wir einen Review zu drehen jeweils und die wollen wir euch natürlich auch mit einer Rolle drauf und Schnur mal ordentlich durchziehen. Ich bereite das jetzt vor, ich nehme euch mit und dann geht es hier weiter mit dem Arbeitstag. Kaum fertig aufgebaut. Kommt auch schon der Lieferservice direkt zum See. Ui, ja, David. Ja. Oh, guck mal. Oh, mega. Fanta. Alles gibt Geld. Hast du Pizza? Es gibt Pizza. Es und gibt Döner. Und es gibt Geld. Meinst du, du haust den Berliner mit dem Döner vom Hocker? Nee, ich glaube nicht. Aber es sieht ganz okay aus. Unterwegs, wieder auf dem Boot. Wir haben jetzt insgesamt 9 Videos abgedreht, haben Gas gegeben und jetzt ist es richtig schön warm. Wir haben hier die Nachmittagshitze für die Jahreszeit auf jeden Fall super angenehm. Die Fische sind aktiv. So 2, 3 Fische müssen schon gehen, ne? Schätze ich mal. Doch, doch. 2, 3 Fische wäre doch mal was. Ich hoffe, wir können euch noch was zeigen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Der Kategorie gut. Wenn wir den fangen, ja? Das wäre was. Der war schon. Was schätzt du, was der hatte? Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall ein sehr guter 30er, also Mitte 30 Pfund, Ende 30 Pfund würde er gehabt haben. Ne? Würde ich auch sagen. Geil, ey. Legen wir einen hier hin, oder? Haben wir dabei. Flachbereich läuft doch hier. Maybe. Thank you.
David, wie ist das? Du bist ja erfahrener Hook-and-Hold-Angler über die Jahre geworden. Erzähl mal, worauf sollte man denn achten? Wie war das bei dir so? Ja, das Hook-and-Hold-Angeln ist einfach eine Angelei, die sich mit der Zeit irgendwie ergeben muss, weil das natürlich nicht jedes Gewässer erfordert und weil das auch immer so eine Gratwanderung ist. Wie nah lege ich am Hindernis weg, bis ich das Risiko halt nicht allzu hoch eingehe, den Fisch zu verlieren. Und das ist einfach irgendwie eine Expertise, die man über die Zeit immer weiter aufbaut. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich schon, würde ich behaupten, recht gut auf dem Gebiet bin. Also die Aussteiger oder die Fische, die ich halt verliere, halten sich auf jeden Fall momentan sehr moderat in Grenzen. Und dementsprechend bin ich da guter Dinge, dass heute Abend auch noch ein Fisch beißt. Und die Fische sind hier halt unter diesen umgestürzten Baumkronen, halten die sich den ganzen Tag auf und das ist so ihre Area, die verlassen sie auch kaum, die schwimmen ein bisschen drumherum, aber größtenteils halten sich darunter auf, zu gewissen Zeiten, zu gewissen Jahreszeiten. Und momentan ist wieder so eine Zeit und dementsprechend müssen wir da halt relativ nah vom Hindernis angeln. Und die Routen liegen nicht so weit entfernt, das ist mir besonders wichtig beim Hook-and-Hold-Angeln. Hat einfach den Hintergrund, dass nicht besonders viel Schnur im Wasser ist und dementsprechend auch natürlich keine Dehnung, obwohl wir Geflecht angeln. Kann es natürlich immer wieder sein, dass irgendwie ein Schnurbogen im Wasser ist oder sonst irgendwas. Und jeden Zentimeter, den der Fisch bekommt, den nutzt er halt gnadenlos aus, um ins Holz zu ziehen und dann ist er wahrscheinlich weg. Was würdest du denn so Leuten, die noch nicht so die mega Erfahrung haben mit Hook-and-Hold-Angeln, was würdest du denen für 3 Top-Tipps geben? Langsam rantasten. Das ist das A und O. Also das ist wirklich die Hauptsache. Lieber ein Stückchen zu weit ablegen als zu nah dran. Weil sonst hat man direkt irgendwie eine negative Erfahrung, ein negatives Erlebnis und dann macht man es auch nicht wieder oder macht es ungerne. Es ist keine schöne Angelei, aber das ist auf jeden Fall das A und O, damit man am Anfang nicht direkt jeden Fisch verliert. Als zweites ist natürlich ganz wichtig, die Route fallgerade zum Köder oder zum Blei, zur Montage ausrichten, damit man jeden Zupfer, jede kleinste Bewegung mitbekommt. Bremse komplett zu, damit der Fisch natürlich keinen Millimeter Schnur bekommt. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, zu ist nicht gleich zu. Wenn ihr die Bremse zudreht und ein bisschen dran zieht und denkt, ah, viel Spiel hat er nicht, dann guckt, dass ihr da richtig mit Kraft nochmal den ein oder anderen Klicker oder Drehung mehr rauskriegt, damit der Fisch halt wirklich absolut keine Chance hat, hier noch einen Zentimeter Schnur rauszukriegen. Ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber was soll's. Die Angelei ist an sich ein bisschen speziell und dementsprechend erfordert sie auch spezielle Maßnahmen. Ja, also das mit der ganz kurz, das mit der Bremse, das kann ich ja auch bestätigen, weil als wir das letzte Mal hier waren, dachte ich auch, die Bremse ist zu. Das ist so, ja, es geht ganz schnell. Ja, okay. Nicht so sicher sein. Tipp 3. Tipp 3 ist, Route fixieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze jetzt mittlerweile so einen Expander, habe hinten so einen Bohrhaken, den ich dann da reindrehe. Ist einfach so eine Sicherheitsmaßnahme, wenn man nicht ganz so schnell an den Routen ist. Man sitzt ja auch nicht immer jede Sekunde hinter den Routen. Dass es einfach nicht so ganz wichtig ist, dass man die Route sofort aufnimmt, weil sie einfach fixiert ist und dann auch nicht vom Fisch im schlimmsten Fall ins Wasser gezogen werden kann. Alternativ kann auch ein T-Pack nehmen oder 2 am besten, die man hinten ordentlich in die Erde reinhaut und dann die Route fixiert. Und dann steht die Route ein bisschen aufrechter. Hat er den Vorteil, dass der Fisch einfach durch die Rutenspitze noch ein klein wenig sich bewegen kann und nicht so richtig hart reindruckt, wie wenn er jetzt zum Beispiel hier in meinem Fall direkt in die geschlossene Rollenbremse läuft. Ja, danke, mein Lieber. Das hat vielleicht einigen da draußen geholfen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns was zu essen, oder? Jetzt gibt's. Essen. Ja, wir machen Nudeln mit Bolognese, nur leider haben wir keinen Topf dabei, deswegen wird das jetzt ein bisschen experimentell. Es wird auch schon wieder dunkel, deswegen die Zeit läuft und ich würde sagen, David, wir machen das Beste draus, oder? Vollgas. Für einen Morgen. Es hat ich weiß es gar nicht, 4 Uhr oder so. In der Nacht hat es volle Kanne angefangen zu regnen und hat sich jetzt bis 8 Uhr, bis nach 8 durchgezogen. Und David und ich haben um 10 ein Meeting mit Marc und Christopher. Und pünktlich zum Einpacken ist ein Fisch abgelaufen auf Davids Route und es ist ein richtig geiler Fisch. Oder David? Der hat Substanz, würde ich sagen. Der David ist noch ganz. Kannst du gar nicht glauben.
Was schätzt du? Ach nee, wir haben ja schon gewogen. Wir haben schon gewogen, 21,6, oder? 21,6. Das ist ein guter Fisch. Das ist auf jeden Fall für das Gewässer wirklich ein guter Fisch. Also, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Es ist ein 40er und es ist ein richtig schicker. Ich würde sagen, wir holen den jetzt mal auf die Matte. Schöner Einpackfisch. Wir nutzen jetzt die Regenpause. Dann gucken wir uns das Ding mal an. On a rainy day. Richtiger Bulle, ey. Wahnsinn. Was ein Bulle, echt, ey. Was ein Fisch, David. Richtig geil. So kann man doch mal einen Vlog beenden, oder? Total. Hammer. So, David. Petri, mein Lieber. Richtig geiler Fisch. Richtig gute Zeit gehabt. Wir haben gestern echt durchgezogen. Und ja, vielen Dank für deine anglerische Einladung nochmal. War richtig geil. Ja. Hätte ein bisschen mehr beißen können, aber ich glaube über die Fische. Der David ist immer unzufrieden. Der fängt immer zu wenig. Aber das war doch ein geiler Abschluss. Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß und ich würde sagen, jetzt geben wir Gas, dass wir es ins Meeting schaffen, oder? Auf jeden Fall, Vollgas. Abgrund. So macht das doch Spaß, gute oder? Gute Laune! Gute Laune und in 5 Minuten fängt das Meeting an. Sorry Marc, sorry Christopher. Wir verspäten uns ein bisschen und werden nass.